steckt vor dem Fenster und es ist schon ziemlich nah. Alle winken aus dem Tor, alle freuen sich. Guck mal, ein Flugzeug. Seit wann gibt es sogar einen Fensterflugverkehr? Ist der Flugzeugpilot ein Orientierungsidiot? Oder hat er ein Problem mit dem politischen System? Und plötzlich vorne an der Pilotenkabine, da öffnet sich ein Fenster und man hört eine Stimme. Sorry, siehst du Treffin? I want a cheeseburger and a fried chicken. Kein Food bei Earnhardt, ist die American. I want a cheeseburger and a fried chicken. Buying food by your drive is the American way of life. Das gehört doch hier nicht hin. Und am Steuerknüppel sitzt ein durchgeknallter Muezzin. Er hat einen Turban auf dem Kopf, was den Aufprall dämpfen kann. Sag mal, kann der Taliban nicht mit der Straßenbahn fahren? Ist er ein Terrorist oder ist der Wüstensohn? Ein Opfer übertriebener Integration. Als Leitfigur Arnold Schwarzenegger. Vom Tellerwäscher zum Verschrecker. Und er sagt: Sorry, ich sieht der Dreifin. I want a cheeseburger and a fried chicken. Buying food by your drive is the American way of life. Sorry, is it the driving? I want a cheeseburger and a fried chicken. Buying food by your drive is the American way of life. Das ist ein blödes Ende für ein Lied. Und deshalb ist es Zeit für ein paar Worte des Trostes, denn es tut einem leid. Und die 3000 Menschen, doch noch viel, viel mehr, sterben jeden Tag im Straßenverkehr. Für die Feuerwehrleute war das natürlich hart, aber dafür blieben ihnen schlimme Überschwemmungen erspart. Das Hochhaus war sowieso nicht so schön. Jetzt kann man endlich wieder Lohmann sehen. Stewardessen waren sowieso depressiv. Die Passagiere waren alle furchtbar unattraktiv. Der Taliban, der hatte bestimmt eh schon AIDS. Und das Flugzeug hatte ganz schlimmen Düsenkrebs.